Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Austlat. Von Outlast Whistleblower. So. Austlast. Ja, Aust. Genau, so richtig. Das ist die neue Aussprache dafür. Boah. Jetzt habe ich gerade ein paar Schluck. I would like to kill him. As would I. Sind das die zwei Deppen, die uns im ersten Teil aufessen wollten? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich mal für meine nervliche Beruhigung habe ich mir erlaubt, ein paar Schluck Kaffee zu trinken. Ja, einfach nur guter Geschmack ist gleich meistens Beruhigung für die Seele. Ich bin gespannt, wie lange das wirkt. Ah ja. So. Was haben wir hier? Eine Akte oder eine Batterie? Das wäre echt fein. Da ist ein Radio. Warum ist da keine Batterie drin? Ups. Da ist wohl ein kleiner Unfall passiert. Ja, Leute, merkt euch das, wenn ihr zu viele Gewichte drauf tut. Das kann in der Tat so enden. Das ist echt nicht einmal gelogen oder so. Tja, dann würde ich sagen, geht's hier weiter, oder? Mhm. Warum ist hier so viel Nebel? Muss da hier jetzt unbedingt Nebel sein? Kann nicht die Sonne scheinen? Es ist halt immer Nacht, ne? Immer finster, immer Nacht. Bitte, dabei ist doch schon längst bekannt, dass die Menschheit sich vor Sonnenlicht viel mehr fürchtet, als überhaupt vor der Finsternis. Jawohl. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Oh mein Gott. Das sind, glaube ich, echt die zwei, oder? Es ist eh gespeichert. Das sind echt die beiden, ja? Die uns im ersten Teil... was wollten die essen? Ich habe schon vergessen. Die Leber und die Zunge? War das so? Entschuldigung, die haben jetzt so unschuldig... Also so, ich tue dir eh nichts... mäßig ausgeschaut. Es tut mir jetzt gerade leid. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht unbedingt failen, aber wie kommen wir jetzt an diesen Deppen vorbei? Hm. Ich glaube, das ist jetzt die Frage, oder? Kann man hier? Was mit dem Fenster? Da kann man ja nichts machen. Das ist ja Blödsinn. Ein Blödsinn ist das. Ja, wie kommen wir da jetzt vorbei? Laufen? Da hinten sehe ich jetzt aber auch kein... Ah, hier vielleicht. Okay, das war einfach. Ja, das geht natürlich auch. Hallo. Spielverderber. Okay. Ah, da geht's raus. Hi, Burschen. So, da machen wir schön zu. Ja. ich gehe da mal weg. Tschüss. Ich will nicht mehr spielen. Ja. Pass auf, da hinten kommen zwei Typen, die Messern haben und so, ne? Ich will eigentlich auch nicht mehr spielen, aber... Ja, ich will da durch. Ich will geschichtlich wenigstens wissen, was hier und so, ne? Ja, klar. Aha, von der anderen Seite mit... Aha, Akte, okay. Na dann. Da. Hallo, Akte. Was steht denn hier Schönes drin? Von J. Billings MerkofCorp.us.com an K. Wiegerlandl at MerkofCorp.us.com. Meine Güte, können die nicht kleinere E-Mails haben? Adressen? Ja, egal. Betreff Re. Patient Samuel. Kurt, wir haben wieder einen diesmal... Was? Kurt, wir haben wieder einen und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Workings Märchen zu sehen.
Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stockes in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solche obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel. Samuel? Ich denke, das heißt Samuel, oder? Naja, Samuel, wahrscheinlich eher so. Egal, ja. Und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellungen ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Und zwar jetzt. Billings. Jawohl, das ist eine Wort. Ja, genau. So, jetzt hier. Na, hier ging es ja nicht, ne? Hier war ja zu. Es ist hier keine Batterie. Nein, gibt's nicht. Huch. Dann gehen wir halt hier weiter, ne? Ja, ja. Da, da, da. Was? Was ist? Ja, ich würde dir gern. Ich habe weder Handy noch sonst irgendwas. Ich hätte schon die Kiewerei gerufen, aber. Bitte, was soll ich denn machen? Da ist wieder nichts. Eine Batterie hier wäre wenigstens hübsch gewesen. Hallo. Ich habe eh schon so viele. Ja, das ist ja wurscht. Und wenn ich 30 hätte. Okay, kann man gar nicht so viel tragen, wahrscheinlich. Jetzt hier weiter? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, ich schaue nochmal nach. Habe ich wohl nichts übersehen? Ich glaube nicht. Das ist halt wirklich gemein. Dann halt. Warte. Wo war jetzt die Leiter? Da. Nein, ich habe keine Orientierungsprobleme, um Gottes Willen. Nein, nein. Wo denkt ihr hin? Na, na, niemals. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. Yeah. They've always been here. Ja, ja. Ich verstehe schon, ja. Ja. Kumpel, wenn wir das hier überstehen, gebe ich dir ein Bier aus. Ja. Dann trink mal auf schlechte alte Zeiten. Das kann man hier wirklich so sagen. So, haben wir hier eine Batterie. Nein, hier gibt es wieder nur. Ruf an! Ruf mich an. Ruf an, hallo. Hol Hilfe, irgendwas. Warum kann man nicht anrufen? Ja, da rennen sie wieder. Gespeichert. Mein Lieblingswort hier im Spiel. Da wird wieder einer umgebracht. Schön. Achso, Batterie ist, okay. Ich brauche kurz Licht. Wenn der jetzt da auch reinkommt, trifft mit der Schlag, ey. Bin jetzt so schnell beim Suchen. Batterie. Was haben wir da? Was haben wir denn da? Licht, auf alle Fälle. Da ist nicht mal eine Akte. Wie, Alter. Ah, da. Alter, wer ist denn das? Wo kommt denn der jetzt her? Au! Voll ins Gesicht! Du kleine Sau! You couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Well, Ryder, du könntest mir helfen. Do me a favor and die here, Park. Ja, bist du deppert. Aber wir haben noch alle Finger. Ein bisschen würgen hat dir noch kein geschadet. So eine Scheiße. Jetzt ist das Ding hin. Das war wieder so klar. Hab ich da auch.
Kannst du da durch? Er kann gar nichts. Die Wahrheit ist, er kann wirklich nichts. Hallo. Das ist die reinste Wahrheit. Mach zu doch das Ding. Das mit der Tür haut auch nicht hin. Also bei aller Liebe, das haut einfach nicht hin. Naja, du bist ein Arschloch. Macht er wieder vor meiner Nase die Tür zu, ne? Kannst du sie jetzt zuhauen? Super hast du das gemacht. Ich habe keine Ahnung, was los. Nicht. Na, da steht der Depp. Ah, jetzt sind wir wieder sicher. Das ist schön. Edge Badge, Trottel. Attention, work off personnel. An emergency evacuation is in process. Please proceed immediately to the administrative lobby to exit. Patients under strain are advised to remain calmly in their room until help arrives. Verwaltungsblock, um zu entkommen. Wieso habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir hier noch lange nicht entkommen werden? Ich möchte gerne Batterien haben. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Na, da geht's raus. Okay, warte. Da geht's raus. Und wo geht's hier hin? Dafür hier nicht. Doch. Klo? Der lebt noch. Und keine Batterien. Ach, diese Batterien sind einfach nicht so groß. Für den Fall, dass Specky kommt. Gibt's Specky doch? Moment. Sind wir hier mal durch? Da sind wir ja mal durchgekommen, oder? Im ersten Teil. Ja, vor allem müssen wir da runter, okay? Ups. Da sind wir! Du Heilige! Ja, ja. Warte mal kurz. Hör auf zu schimpfen da hinten. Ich muss lesen. Da sind wir! Meine Güte. Wir haben, glaube ich, ein Viertel des Spiels, wenn wir da raus müssen, wo wir im ersten Teil rein sind. Schön! Von Shay Blair at Merc of Corp Plus. Na. .us.com an re.tracker@mercofcorp.us.com betreff Scheinschwangerschaften echter Profit. Bitte was? Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Projekt Warrider mal angeschaut und mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren, aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Mark dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung vom PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Projekt Warrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir die Frage, warum führen wir keine Experimente an Frauen durch, du Dreckschwein? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Cheer. Diese, also, boah, ich meine, ich bin nicht dafür, dass jetzt nur Männer da und so, ne? Nein, die armen Teufel. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht dafür, dass überhaupt hier irgendjemand so schier misshandelt wird. Götze. Ja, ja, das mache ich dann, wenn ich hier rauskomme. Man kann euch leider nicht befreien, ne? Ja, ja. Hier ist tot, da geht einmal nichts.
Das Röhm ist tot. Bin ich hier richtig? Hätte ich hier weiter müssen? Ich bin gerade leicht verwirrt. Warte, ich bin hier runter. Na, da hinten ist nur so. Ich muss hier drum weiter. Okay. Leichte Orientierungsprobleme. Hey, du Arschloch, du hast mich mit rausnehmen können, du Krippel. Ah, hupf doch in Gatsch. Mistkerl, dreckiger. Entschuldigung, ist ja wahr. Ich habe ja auch die Hosen voll. So, was haben wir da? Scheinbar nichts Besonderes. Hallo? Ja! Schau mal da, eine hübsche Batterie. Für uns. Aber sonst ist hier nichts. Eine hübsche Batterie, die gehört jetzt ganz alleine uns. Ich will hier raus. Bitte. Lieber heute als wie morgen. Nicht richtig. Oh je. Lauf ich? Ich habe keine Ahnung, ob ich laufen kann. Mach. Generell keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich glaube, das ist falsch. Ah nein, schau mal. Huch. Speichert. Okay. Oh. Oi, 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 oi. Himmelherrschaftszeiten. Das ist alles Glas hier, ne? Okay, das heißt, ich müsste hier wahrscheinlich runter. Wo sind wir hier überhaupt? Kann man hier rein? Schon, hey, das hat nachgegeben. Tritt mal ran, also. Ach du Heilige. Aha. Hallo. Ja, ein Ordner. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Dokumente übersehen. Oh, hallo. Das ist wieder so ein armer Kerl. Ach, über den Knien. Unter dem Nabel. Nebel. Ich hab's heute wieder mit Lesen. Nochmal. Über den Knien. Unter dem Nabel. Auf. Gluskins Tisch mit Wasser und Nadel. Messer und Nadel, Wasser. Alter. Ich fange nochmal an. Ist das hier ein Reim oder was? Über den Knien unter dem Nabel. Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er es brauchen. Als Abbau, als Baut. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien, unter dem Nabel, auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er es brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Das ist immer selber. Okay. Ich hab's jetzt zum Schluss wenigstens einmal richtig aufgesagt, der Spruch hat. So. Wie ein Frauchen. Wie ein Frauchen bauen. Oh Gott. Wie ein Frauchen bauen. Hier gibt es also doch noch was Weibliches. Ich bin mit... Ich wollte nur sagen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist. Okay. Hä? Hm? Da ist schon wieder Darkroom. Ah, jo. Ich glaube... Ich muss da rein, ins kühle Nass. Fürchte ich. Hm, für die Füße, angenehm. So. Aha. Und jetzt wird's wieder finster, ne? Ja, ja, was ist sonst? Okay, der Wind geht. Aha.
Speichert, das ist schön. Wartet mal kurz, nachdem es hier so schön speichern tut. Wartet mal, wie spät haben wir es denn schon? 10 Minuten haben wir noch. Dann ist der Part zu Ende. Alter Schalter. Was? Wieder da. Ach, sag bloß, da drüben geht's raus. Da müssen wir zuerst hier schauen. Ich glaube, den Zaun sollte ich vielleicht nicht anfassen. Der steht unter Spannung. Ich bin auf der Suche nach einer möglichen Batterie. Mehr ist es gar nicht. Ei, und vielleicht ein Ordner. Da schau mal. Mhm. Aha, hier geht's auch rein. Okay. Aber darin ist nichts, ne? Sehe ich das richtig? Da ist nichts, ja. Dann gehen wir mal lesen, ne? Töte uns. Na, das ist nicht töte uns. Hier wollte ich hin. Töte uns. Brennt das Gebäude nieder, schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Jawohl. Das ist ja eine Quest. Dann machen wir das. So. Schlimmer als der Tod. Ja, das kann man wirklich sagen. Das wünsche ich niemandem hier. So. Jetzt ist die Frage, ob das hier richtig ist da draußen. Ich werde mal hier rüber. Da schau mal, was da liegt. Eine Batterie. Supi. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir eigentlich tragen dürfen. Ein bisschen geht die noch. Ich verbrauche die jetzt mal und dann stopfe ich da eine neue rein. Hier ist verkettet. Natürlich ist hier verkettet. Aha, ist es soweit. Tada, schon besser. So. Ich hoffe, ich habe den Batteriehaushalt da gut im Griff. Profis von euch verbrauchen wahrscheinlich im ganzen Spiel nicht mal eine. Da geht's bestimmt Speed. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was der da macht. Ja. Schocker! Ah, ich verstehe schon. Jetzt ist da hinten die Tür und so, ne? Der Zaun. Ich geh da mal weg. Ich lass da mal. Viel Spaß noch. What the fuck? What the fuck? Jawohl, what the fuck? Ich glaube, wir haben jetzt das mit der Tür hinbekommen, ne? Also sprich den Strom da drüben abgeschalten. Ist wieder dunkel. Und das bedeutet, wir können da jetzt wahrscheinlich durch. Ich nehme auch stark an, dass wir nicht alleine sein werden, da jetzt jeder hier durchkreuchen kann, ne? Oh, wir haben mal eine Notiz. Zurück. Nein, ich wollte Notiz eigentlich haben. Notizen. Da, danke. Brennende Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass etwas Normales, irgendeine menschliche Kraft, noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun, außer zu überleben, und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort, was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Muss ich ihn wieder ausschalten? Was? Hör auf. Licht? Ich dachte, ich darf da durch. Au.
Muss ich ihn jetzt echt wieder ausschalten? Nein, das wird... Das ist ja doof, oder? Echt jetzt? Dann probieren wir es halt, ne? Das war hier, glaube ich, lang. Ich bin, glaube ich... Warte, hier, glaube ich, oder? Muss ich das jetzt echt wieder ausschalten? Warum? Ich will nicht zu dem Kerl nochmal rein. Der da... Jetzt ist er weg. Bah! Au! Au! Geh weg mit deinen grausigen Griffeln. Arschloch. Und jetzt, hä? Habe ich keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Geht's jetzt? Ah! War! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hallo. Ist jetzt Ruhe? Ich hoffe. Da unten hat sich jemand lang gekrochen. Ah, warte, waren wir nicht da unten? Ich habe keine Ahnung. Rather. Da, Licht. Okay. Okay, da ist nichts. Einfach mal da lang. Warte mal ganz kurz. Wie schaut's denn aus mit unserem Part? Wir haben noch 3 Minuten. Hoffentlich übersehe ich es nicht. So. Hier geht's hin jetzt weiter, ne? Nein. Bleibt eh nur diese Tür über. Puh. Wieder frische Luft. Ja. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Frische Luft. Müssen wir da jetzt runter? Das ist jetzt aber gar nicht schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft. Alter Schwede. Wow, okay, ich muss mal kurz verschnaufen. Wir haben hier nur mehr ein paar Sekündchen, dann ist der Part hier schon zu Ende. Ich gehe jetzt auch keinen Schritt mehr weiter, sonst muss ich vielleicht wieder von irgendwas weglaufen. Boah, meine Lieben, ich hoffe, wir kommen da echt brauchbar gut voran. Ich halte mich einfach an den Spruch wie beim ersten, also wie beim ersten Mal, sagen wir so. Ich bin froh, wenn wir hier draußen sind. Aber ich habe wieder die leise Befürchtung, dass auch dieser Patient hier, also wir, diese Figur, nicht lebend da rauskommen wird. Lisa wird uns wahrscheinlich nicht mehr in ihre Arme schließen können und umgekehrt auch nicht. Schade, aber trotzdem, wie gesagt, ich bin einfach gespannt auf die Geschichte hier, auch wie es ausgeht. Deshalb habe ich mich dieses Let's Play hier will ich tun, ja. Dann kann ich sagen, ich habe das alles gesehen und ja, kann das dann euch fähigeren Händen übergeben, sozusagen. Na gut, ihr Lieben, ich brabbel schon wieder Unsinn. Ich werde jetzt den Part hier beenden und den nächsten mit neuer Kraft und einigen Schlückchen Kaffee beginnen. Hey, ihr Lieben,
das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!